Mann, ich habe schon wieder so eine winzige Portion bekommen. Ich habe eine durchschnittliche Milka. Schaut mal, wie groß meine Schokotoppe ist. Ha, Emma, du hast die kleinste Portion. Dafür werde ich die ratzfatz aufessen. Aber zuerst brauche ich eine klitzekleine Küche. Ich nehme einen winzig kleinen Topf und schalte mein klitzekleines Feuer an. Hey, darf ich auch mal schauen? Natürlich doch. Ist ja süß. Und jetzt lasse ich die Schokolade schmelzen. Und außerdem gebe ich ein bisschen Milch hinzu. Und fertig ist meine kleine Portion Kakao. Schau doch nur, wie gut das aussieht. Na dann, lasst mich mal probieren. Den kleinen Finger nicht vergessen, das macht die Sache aristokratisch. So lecker, aber so wenig. Aristokratisch, von wegen. Britney, du kannst jetzt weitermachen mit deiner Schokolade. Aber gerne doch. Ich liebe Schokolade so sehr, ich bin bereit, sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen zu essen. Der absolute Brüller. What? Britney, wo bleiben deine Manieren? Oh, tut mir leid. Jetzt ist Sarah dran. Hey, lass meine Schokotafel hier. Die gehört nämlich mir alleine. Es wird Zeit, dass ich daraus ein Schokohaus baue. Zuerst muss ich alles schön messen. Und jetzt in einzelne Teile zerschneiden. Wie heißt es so schön? 7-mal messen und 1-mal sägen. Aber hier werde ich mehrmals sägen müssen. Oh, ich wollte schon immer mal ein Bauarbeiter sein. Wow, das sieht ja cool aus. Vielen Dank. Und jetzt kommt das Beste. Ich werde mein Haus probieren. Oh, einfach wunderbar lecker. Hey, was ist denn hier los? Hey, wie konntet ihr es wagen? Das ist mein Haus. Ich liebe diese Kekse. Oh, hast du eine kleine Portion, Sarah? Ja, da habe ich Pech gehabt. Na, endlich habe ich mal Glück gehabt. Na, Sarah, jetzt lache ich dich aus. Tut mir leid, aber du kannst anfangen. Ich hoffe, ich verliere meinen Keks nicht. Oh nein, er ist in der Milch untergegangen. Wie soll ich ihn wieder rausholen? Mit der Hand schaffe ich das wohl nicht. Ich werde die ganze Milch wohl austrinken müssen. Oh, ich habe es ein bisschen übertrieben. Siehst du lustig aus? Schau mal, hier ist ein Keks. Hurra, ich habe ihn gefunden. Das hat lecker geschmeckt. Britney, jetzt bist du dran. Oh, riecht das gut? Ich werde meinen Keks auch in der Milch baden. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und rühre alles gut um. Ist ja super. Das hat so gut geschmeckt. Ich hätte gerne noch eine Portion gehabt. Emma, jetzt bist du dran. Na, endlich. Endlich werde ich satt. Oh nein, mein Keks ist zu groß. Ich kann ihn nicht in die Milch tunken. Was soll ich tun? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss den Keks einfach ein bisschen kleiner machen. Das werde ich auf jeden Fall schaffen. Ich liebe diese Creme. So, fertig. Jetzt passt mein Keks perfekt in die Milch. Ich kann es kaum erwarten, ihn so milchgetunkt zu probieren. Ich liebe es. Das war toll. Einen Moment bitte. Ich muss noch die Milch austrinken. Oh, jetzt bin ich satt. Ja, du Vielfraß. Nur 4 Zentimeter? Ich habe auch eine größere Portion erwartet. Und ich liebe meine Portion. Wow, ist die groß. Das könnt ihr laut sagen. Ha, Sarah, du hast die kleinste. Du kannst wohl anfangen. Das macht mir nichts aus. Ich gehe einfach direkt ans Essen. Schmeckt voll lecker. Jetzt bin ich dran. Mit Stäbchen essen ist irgendwie voll unbequem. Ich saug meine Portion auf. Nudel für Nudel. Schaut doch nur, wie toll das aussieht. Ja, weck uns auf, wenn du fertig bist. Mädels, ich bin soweit. Tada. Na, endlich. Also, jetzt bin ich dran. Ich nehme mir riesengroße Stäbchen, um diese riesengroße Portion aufzuessen.
Hey, ich hab's. Ich kann was aus den Nudeln stricken. Oh. Wow, schau dir das an. Britney hat sich einen Schal aus den Nudeln gestrickt. Na, gefällt euch mein Outfit? Fantastisch. Und jetzt kann ich ihn auch noch aufessen. Ich liebe Milch mit Cornflakes. Ich auch, vor allem, weil ich eine mittlere Portion bekommen habe. Yeah, diesmal ist das Glück auf meiner Seite. Oh, Menno, im Vergleich zu deiner Portion ist meine ja winzig. Aber ich probiere trotzdem was. Voll süß. War da nur ein Stück drin? Okay. Na, wie auch immer, jetzt kann ich die Milch trinken. Nur ein Tropfen? Ist ja blöd. Sarah, jetzt bist du dran. Da freue ich mich schon. Ich liebe diese Cornflakes. Da hast du aber Glück gehabt. Und jetzt trinke ich was von der Milch. Und jetzt will ich beides gleichzeitig haben. Ew. Ja, das macht die Sache viel besser. Jetzt bist du dran. Moment mal. Ich brauche erstmal eine Schüssel. Hä, das war eine Option? Aber natürlich doch. Oh, was für eine schwere Packung. Ich gebe meine Cornflakes hier rein. Nein. Und jetzt öffne ich meine Milchpackung. Mann, die Milch ist auch voll schwer. Es hat geklappt. Und jetzt kommt das Beste. Ich liebe es. Schmeckt das gut? Du hast es geschafft. Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft. Das war sehr cool. Jetzt kann ich leicht den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Oh, sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein, Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, ich soll ihn bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe ist. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger. Nancy hat ein großes blaues Eis. Und Jill hat einen großen rosa Donut. Werfe ihn an. Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab.
Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nancy, darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Hang und drehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das klappt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich falle. Oh nein, das ganze Eis ist auf dem Boden. Schmeckt gut. Danke, Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Hey. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Nice. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Oh. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal. Ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Oh, ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo? Wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz. Und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza. Martin hat schwarze Nudeln. Nancy hat nette Pfannkuchen. Probieren Sie schnell.
Die riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay. Ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einem Kreis. Wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zu Menschen werden? In meinem Arztkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch. Wir haben diese Challenge geschafft. Hurra!